bis spät Abend mit den Krankengeschichten, die auch für andere zu schreiben sind, nicht fertig geworden. Es bringt keinen Vorteil, zwei verschiedene Versionen aneinander zu hängen. Und dann muss man vergleichen, was gedoppelt ist. Das nachträgliche Filtern bringt keinen Vorteil. Lieber man schreibt es ein drittes Mal nochmal. Die Erfahrung von heute Nacht, bei der das witzige Phänomen auftaucht, dass die linke Seite tatsächlich der Andersheit der anderen Seite begegnet und diese vice versum wieder der linken, wobei sich beide unterschiedlich anfühlen. Das ist auch nur ein Ausweg des Geistes aus der Tatsache, dass in den Drittimperativen das andere, der andere, die andere, das Alienierende immer autochthon unerreichbar auf seiner Seite bleiben wird, abgeschlossen. Die Frauen auf der einen Seite, die Männer auf der anderen, sagt Jacques Brel. Sodass am Ende die Zen-Stoiker auf den Trick kommen, sich auf den eigenen autochthonen Autismus zurückzuziehen und nichts mehr von dem haben zu wollen, was sie sowieso nicht einfangen können und behalten, und dann lieber im eigenen Eingemachten zu bleiben und es definieren, dass sie umso freier seien, je weniger sie von demjenigen bräuchten oder benötigten, auf das sie ja letztlich doch keinen Einfluss hätten. Ich habe heute erklärt, wie dieses dialektische Spiel zwischen autochthon autistischer Selbstreorganisation im sich selbst genügen und genießen und essen am eigenen Nichts in Interferenz steht mit der Veräußerlichung, mit der Existierung machen, mit dem Hinausziehen, mit dem Ausfällten, mit dem Verandern und so weiter und so fort. Da das primordiale Ziel der Natur eben nicht die Vereigentlichung ist, die Bewusstwerdung des eigenen Bewusstwerdens, sondern zum Vorteil der Rasse und der Reduplikation die Veräußerung, die Veranderung, die Verausgabung, das sich veräußerlichen.